Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Demo. Wir spielen Tiny Witch. Bisschen aufpassen, irgendwie ist der Controller in diesem Spiel ein bisschen am Ausrasten. Dementsprechend alles ganz vorsichtig anfassen. Nächstes Spiel auf der Liste. Ist das eigentlich noch lang, aber ich weiß nicht, ob ich die alle noch schaffe. Insbesondere, weil die Demo-Woche ist ja leider vorbei. Und nacheinander verschwinden all die Demos, die ich spielen wollte. Von daher. Aber Tiny Witch spielen wir jetzt noch, auf jeden Fall. Mindestens. dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Campaign? I don't know. Hi, I'm Magic Cat. Welcome to your store. I'm the one who will guide you in these next few days. As it said in the contract, this store has a curse that will keep you trapped inside it for 20 days. I hope you survive until this deadline expires. Hope you know how to raise the vase correctly to deliver to customers. Want to see a tutorial? Yes! Great, so let's explain to you how things work around here. Let's start with the basics then. Use VRSD to move. Okay. Ich dachte, ich muss das mit Controller spielen. Aber okay, wenn das... So, let's create our first Lucky. Ich hoffe, das ist das richtige Wort. Die Schrift ist ein bisschen komisch. Aber das müsste ein L und ein A sein. Also, catch Stardust from the tree trunk. This will be our basic resource. Womit denn? Achso, mit Enter. Now put it in the cauldron and wait until it turns into a soul fragment. In the meantime, you can pick up other stardust to process in a second cauldron. Aha. Funktioniert noch nicht gut mit Multi. Also du kannst immer nur eine WASD-Taste drücken. Take the soul fragment from the cauldron and put it in the pounder. Turn it into a piece of rotten meat. Was? Very well, now we have all the nest. Ouch. Now we have all the necessary resources to make the first minion put them on the craft table. I did. Oh, okay, die dürfen da nicht zu lange sein. Great, if you wanted to know the other recipes of the Deckies, access the book. Mit K. Ah, okay, das ist ein Zombie. Eine Mummy. Mit einer Seele und einem gelben Ding. Blutknochen, Ast. Ein Kürbis, ein Kopf und Meat. Oh ja, das wird ja immer komplizierter. Okay. Now you know how everything works. Good luck in your new store. Kann ich auch mehrere... Nee, kann ich nicht. Ich kann sagen, ob ich mehrere Grinder benutzen kann, aber das geht nicht. Freunde, ihr seid ein bisschen schnell. Hier. Dass sie alle nur Zombies haben wollen.
Okay, das ist alles ein bisschen sehr redundant. Du als nächstes. So. Wie endlos ist dieser Tag? Oh, ist er gar nicht. Da oben ist noch eine Uhr. Oben rechts. Falls man das sieht. Du. Kann ich das doch tauschen? Okay. Heute ist wohl Zombie-Tag. Heute gibt's Zombie zum Preis von, ja, ne? Drei zum Preis von 10. Was? Scheinbar auch keiner mehr. Oh. I say you survived your first day, take this reward. I buy the clothing source for you. Stop. Au. Warum bleiben die Leute bis zum zweiten Tag? Was ist das denn? At my store, press the J key to open it. Come on, schneller! Yeah. J. Was sind das denn? Geld habe ich denn? Oh, gar keins mehr. Das ist okay. Muss ich jetzt gucken, dass das Ding da oben richtig ist? Ich habe das Richtige gemacht. Ah ja. Interesting. Als nächstes brauche ich wieder einen Zombie. Oh. Ah, falsche Taste. Die Steuerung könnte besser sein. Was war das nächste? Ein Skelett. Ach, das ist kein Skelett, das ist eine Mumie, glaube ich.
hätte gerne mehr von diesen Grindern. Du zuerst. Zombie zuerst. Also, wir sehen ja, wie es läuft, ne? Sagen, du zuerst. Ja. Das ging schnell. Auch kein richtiger Tagwechsel drin, ne? I don't know. Sachen nicht aufwerten, irgendwie ist das doch doof. Ich würde bevorzugen, wenn ich mehr von den Dingern freischalten könnte, aber sah jetzt irgendwie nicht so aus, dass das gehen würde. And if this is everything that is in this gameplay, vielleicht können wir auch gleich schon wieder aufhören. I mean, it's cute. Was brauchen wir? Moment. Ich bin ein bisschen überfordert. Ja. Viel zu schnell. Und ich, oder ich bin viel zu langsam. Eins nochmal. Zombie.
So. Ist nicht besonders spannend, glaube ich. Wir können eigentlich gleich schon aufhören. Wenn hier nichts mehr passiert. Ist ja ganz nett, das Spiel, würde ich sagen. Aber es ist very redundant and very I don't know. Also ziehen wir mal ein Fall. Es ist eigentlich ganz nett, es ist ganz süß und es ist sehr simpel. Ist, ich hoffe, da kommt noch mehr. Aber aktueller Stand würde ich es jetzt nicht unbedingt später kaufen. Ja, ich glaube, das ist das Fazit zu diesem Spiel. Das ging ein bisschen schneller als die anderen. ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!